Vielen herzlichen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich wurde eben von der Moderation als berühmter Satiriker angekündigt und ich sehe natürlich einige enttäuschte Gesichter hier im Raum, die sich fragen, wow, wie hat es Thorsten Sträter geschafft, so viel abzunehmen? Sehr schön, dass ich hier sein darf. Ich war lange nicht mehr bei euch oder bei uns. Ich bin ja auch immer noch Mitglied dieser Partei. Es ist immer noch der Fall. Aber aus Rache, weil ich jetzt anderthalb Jahre nicht mehr zur linken Veranstaltung eingeladen wurde als Künstler, habe ich bei der Europawahl die Grünen gewählt. Und ja, das sorgt für wenig Begeisterung, aber ich sag mal so, es wird jetzt, ich weiß, es ist eine ganz entspannte Veranstaltung hier, ja. Man trinkt den ein oder anderen Set-Show, unterhält sich ein bisschen, ja, die ARD ist da, filmt irgendwelche Gespräche von wichtigen Menschen, die besonders gut aussehen wollen, ja, hey, na Bernd, du alte Umweltsau und so, ihr kennt das, ja, ihr kennt das Spiel. Es muss ein bisschen Pfiff in diese Nummer rein, das ist der Grund, warum ich eingeladen wurde, um so ein bisschen Grundwut hier zu erzeugen im Raum, auch gerne auf mich. Es ist so, ich komme auch mit diesem Smalltalk-Gedöns hier in Berlin, dieses hyperindividualisierte, so, ja, also diese große Blasierung, nee, mich interessiert hier gar nichts, damit komme ich nicht so gut zurecht, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum und bei uns braucht man kein Internet, um unfreundlich zu sein, ja. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich bin tatsächlich, es ist eine wahre Geschichte. Heute Morgen ist etwas Wunderbares passiert. Ich bin geweckt worden von einem Radiowecker. Das machen selten Menschen, sich noch wecken lassen von einem Radiowecker. Ich werde immer geweckt von Deutschlandfunk Kultur. Das ist mutig zumindest. Aber über Nacht hatte sich dieser Wecker umgestellt auf Radio Herne. Herne ist die Schwesterstadt von Bochum. Eine fantastische Stadt, ein fantastischer Sender. Und es wurde Bericht erstattet über einen sehr unglücklichen Zwischenfall, der sich in letzter Nacht zugetragen hat in Herne, nämlich ein Raubüberfall auf eine Trinkhalle. Davon wurde berichtet und das möchte ich gerne erzählen, weil so begann tatsächlich, ich wurde damit geweckt von dieser Berichterstattung. Und es hat sich folgendermaßen zugetragen, es gab zwei bewaffnete Menschen, die sehr gut auf diesen Überfall vorbereitet waren. Sie waren bewaffnet und maskiert, also die zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie sehr wichtig sind, wenn man erfolgreich einen Überfall gestalten will, hatten sie vorher geplant. Womit sie nicht gerechnet hatten, was aber auch schwer vorherzusehen ist, war die massiv schlecht gelaunte Ruhrgebietsoma, die in dieser Trinkhalle hinter der Theke saß und auf die Nummer überhaupt keinen Bock hatte. Ja? Und es wurde wirklich so berichtet, es gab dann halt diese O-Töne und sie kamen dann halt da rein und es war super filmisch offensichtlich, sie haben dann halt auch geschrien, Überfall, 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 und dann wurde berichtet, dass die Herner Oma halt einfach nur gesagt hatte, ich gebe euch gleich Überfall, indem ich euch aufs Maul haue. Und dann sind sie geflohen. Mit dieser Geschichte bin ich heute Morgen wach geworden und das ist das Schönste überhaupt, denn es passt tatsächlich sehr, sehr gut. Vielen Dank, es passt sehr, sehr gut zu dem, was ich erzählen will. Oder ich möchte ein bisschen über das Jahr 2019 erzählen, denn ich glaube, 2019 war ein bisschen das Jahr der großen Gefühle. Ja? Wir hatten eine Klimaschutzdebatte, die sehr emotionalisiert war. Es gab super viele konservative Menschen, die gesagt haben, ja, hier es kommen nur emotionale Argumente von diesen komischen Kindern, die auf die Straße gehen, anstatt zur Schule zu gehen. So, nehmt mir bitte nicht meinen Porsche weg. Ja? Also das war so ein bisschen die Spannweite der Argumentation. Hoch emotionalisierte Zeiten. Seitdem wir die AfD haben, finden wir negative Emotionen ja auch scheiße. Da haben wir uns drauf geeinigt. Wir finden Wut doof und destruktiv, wir finden Hass auch scheiße. Sowas wie der Mauerfall heißt heutzutage friedliche Revolution. Ja? Das klingt irgendwie so, als hätten ein paar Hippies ein paar Blümchennetze gebastelt und dann wäre die Mauer gefallen. Ja? Aber ich finde das irgendwie relativ schade, dass wir in einer Zeit leben, in der offensichtlich negative Gefühle gar nicht mehr legitim sind. Es ist sehr, sehr anerkannt, dass man die Dinge positiv darstellt. Ich habe einen Text dagegen verfasst und versuche, diesen Abend heute ein wenig zu bochumisieren. Es ist ein Text, der trägt den Titel Plädoyer für die Wut. Ich wünsche viel Spaß. Ich bin sehr gut darin, auch lange zu warten, bis Gespräche sich einstellen. Mein Vater ist Lehrer, der hat mir das beigebracht. Vielen Dank, Mama. Das Plädoyer für die Wut. Echte Tränen weisen in ihrer chemischen Zusammensetzung 30% mehr Proteine auf als künstlich erzeugte Tränen.
Das war mein erster Gedanke, als die Welt bei Facebook darüber zu diskutieren begann, ob Greta Thunbergs Tränen bei ihrer Rede vor der UN-Versammlung wirklich echt waren. Ja, ich dachte, man hätte ja einfach ein Reagenzglas unter die Augen halten sollen und dann wüssten wir Bescheid. Und ich meine, klar, ich verstehe die Frage auch. Berührt sie das wirklich? Ist Greta Thunberg glaubwürdig? Frage ich mich auch. Interessiert sie sich wirklich für den Klimaschutz oder fackelt sie privat doch eher Ölfässer ab, weil das einfach die authentischere Wärme ist? Ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, ob Greta Thunbergs Tränen echt waren oder nicht. Viel wichtiger ist doch die Erkenntnis, dass wir als Gesellschaft offensichtlich überfordert davon sind, wenn ein politisches Subjekt zu weinen beginnt. Ich glaube, das ist so, weil wir es verlernt haben, negative Gefühle im politischen Kontext zu ertragen und zuzulassen. Egal was passiert, es ist wahnsinnig angesehen, die Dinge von ihrer positiven Seite zu betrachten. Wer die Dinge positiv betrachtet, negative Gefühle verbannt, der wird glücklicher. Das sagt zumindest die positive Psychologie, wenn sie ihre zahlreichen glückssteigernden Apps mit dem Satz "Happiness is a choice" bewirbt. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Und wisst ihr was, ich habe mich darauf eingelassen. Ich lade mir also diese App runter, wähle eine Mission aus, sie heißt negative Gefühle effektiv verbannen. Da ich im Selbsttest der App vorher angegeben hatte, dass mich politische Krisen oftmals traurig machen, bekomme ich meine erste Aufgabe von der App befohlen. Ich zitiere: Das ständige Leid der Welt macht dich traurig. Aber du musst auch auf dich achten. Willst du glücklich sein, so musst du die Dinge positiv betrachten. Mache also jeden Morgen nach dem Aufstehen die Musik laut auf und tanze durch die Wohnung. Das bringt dich auf andere Gedanken. Gesagt, getan. Sie fragen sich, was das ist? Das ist mein Gender Pay Gap Verdrängungsmove. Tote auf dem Mittelmeer? Nicht mit mir. Immer muss man alles positiv sehen. Ich meine, klar, aus allem kann man lernen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Sie ist einfach positiv. Klar, Hamza, du musstest zwar übers Mittelmeer flüchten und deine Familie im Krieg zurücklassen, aber hey, mach dir doch erstmal ein Risotto. Sie ist doch mal positiv. Dafür kennst du dich jetzt richtig gut auf den Ägäischen Inseln aus. Wut, Hass, Ärger, das bringt uns doch nicht weiter. Das ist doch nicht konstruktiv. Kurze Anmerkung. Doch, ich meine, was glaubst du, wie das mit dem Frauenwahlrecht funktioniert hat? Glaubst du, die Birgit ist zum Ralf gegangen und hat freundlich gefragt, Ralle, ich hätte mal eine Frage. Also wenn es dir nichts ausmachen würde, die Inge und ich, wir würden tatsächlich auch ganz, nur wenn es keine Umstände macht, würden tatsächlich, also die Inge und ich, wir hätten dann auch ein Interesse, wenn es für dich in Ordnung ist, dürften wir vielleicht auch, dann mache ich ein Risotto. Nein, so hat es nicht funktioniert. Die Birgit ist ordentlich ausgerastet. Und das mögen wir ja bis heute nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Besonders Frauen dürfen im Prinzip in der Öffentlichkeit nicht wütend sein, wenn ich als Mann auf einer Bühne einen feministischen Text vorlese und dabei laut und wütend werde, dann unterstellen Menschen mir eine Art Ehrenamt. Ach toll, dass der Junge so leidenschaftlich sich engagiert für Sachen, die ihn gar nicht betreffen. Wenn eine Frau das Gleiche macht, sagt man, ich glaube, die hat gerade wenig Sex. Die ist sehr unausgeglichen, sehr zickig auch, sehr laut. Gefällt mir gar nicht. Nee. Martin Seligman, der Begründer der positiven Psychologie, hält das Glück eines jeden Menschen für größtenteils beeinflussbar. Man muss nur die richtigen Entscheidungen treffen. Zitat aus seiner Rede: Nicht ich habe die positive Psychologie gefunden, die positive Psychologie hat mich gefunden. Sie hat nach mir gerufen, so wie der brennende Busch nach Moses. Das ist mein Zweitlieblingszitat. Mein Lieblingszitat ist von Britney Spears aus einem sehr frühen Interview, als sie sagte: Ich bin für die Todesstrafe. Wer was Böses tut, sollte bestraft werden. So lernt er seine Lektion für das nächste Mal. Die Logik der Positivität ist einfach. Sehr einfach. Auch sehr neoliberal. Du selbst kannst alles beeinflussen. This is your life. Do what you love and do it often. Life is simple. Travel often. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. Genau, liebe unterbezahlte Putzkraft mit Migrationshintergrund in Berlin-Neukölln. Weißt du was? Wenn dir dein Scheißjob nicht gefällt, dann quit. Scheiß auf deine zwei Kinder, denen du nur dann Schulbücher kaufen kannst, wenn du die verfickte Doppelschicht einlegst. Es liegt alles in deiner Hand, denn es ist dein Leben, lieber Krankenpfleger. Dir passt nicht, dass du nur 6 Minuten Zeit hast pro Patient. Sieh es doch einfach als Gelegenheit, noch effizienter zu arbeiten. This is your life. Du entscheidest, lieber Zehntklässler. Du gehst zu Fridays for Future, dann habe ich einen Tipp für dich. Sie sagen dir, du sollst nicht wütend sein, dich nicht ärgern. Man dürfe die
Klimaschutzdebatte nicht so emotional führen. Weißt du was? Führ diese Debatte emotional. Sie wollen die Dinge positiv sehen, das bedeutet, sie wollen die Dinge unverändert lassen. Das ist Realität. Der Klimawandel ist Realität. Ungerechtigkeit ist Realität. Greta Thunbergs Tränen sind Realität. Deine Wut ist Realität. Sie ist real, legitim, wertvoll. Und gerade weil du wütend bist, hast du jedes Recht darauf, ernst genommen zu werden. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Emotionen sind ein spannendes Thema. Es ist wirklich ein interessantes Thema. Ich schreibe gerade ein Buch darüber, inwiefern Emotionen verkaufsfördernd sind. Das ist ja sehr, sehr prägend, so beispielsweise in Startups, wo man sagt so, hey, mach Überstunden, weil wir haben einen Kicker und so. Ja, also es wird so ein ganz freundschaftliches, familiäres Umfeld erzeugt. Alle duzen sich, in der Pause knuspert sich man mal irgendwie so ein bisschen an. Ja, also es ist so ein bisschen Start-up-Gedöns. Emotionen sind interessant. Es ist ja tatsächlich so, wir können uns das alle eingestehen. Wir sind ja irgendwie auch Teil dieser Partei. Wir können uns Dinge eingestehen. Wir sind kritikfähig. Natürlich, wenn Menschen lieben, wir alle, wenn wir verliebt sind, sind wir dümmer. Das ist völlig normal. Ja, auch alle. Tatsächlich nicht nur Frauen oder Männer, es ist ja, Männer denken ja immer, sie müssten immer ganz besonders beweisen, dass sie keine Gefühle haben, nee, ich bin hart. Ja, aber alle Menschen werden dümmer, wenn sie verliebt sind. Man macht Dinge, die man unter normalen, rationalen Gegebenheiten vielleicht gar nicht tun würde, beispielsweise Tattoos oder Kinder. Ja, also man macht einfach Dinge, ja, die halt, ne, also die offensichtlich dumm sind. So, ja, und es ist auch überhaupt gar kein Problem, dass das so ist. Und ich möchte eine Frage stellen, ganz kurz, denn ich möchte euch ein bisschen kennenlernen. Ihr kennt mich ja auch schon sehr gut. Ich möchte euch ein bisschen kennenlernen. Ich möchte von euch wissen, wer verliebt ist. Ihr müsst euch nicht melden, keine Sorge, so interaktiv ist es nicht. Vielen Dank, dass sich trotzdem noch eine Person gerade gemeldet hat. Das war auch schwer zu verstehen. Ich möchte das ein bisschen auditiver machen mit euch. Die Menschen unter euch, die von sich behaupten, verliebt zu sein, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist an dieser Stelle völlig irrelevant. Ist auch egal, ob ihr euch da irrt. Wenn ihr von euch glaubt, ihr seid verliebt, dann macht doch mal, wenn ich bis 3 gezählt habe, ein Tiergeräusch eurer Wahl. Schaut euch eure Partnerin, euren Partner, mit dem ihr vielleicht hier seid, nochmal an. Fragt euch, an was aus der Fauna erinnert mich das? Ja, ist es der Löwe? Ist es der Bandwurm? Und dann lasst ihr mal die gesamte sexuelle Frustration der letzten Jahre kulminieren in diesem Geräusch und dann wird mal richtig geballert. Ja? Wenn ich bis 3 gezählt habe, will ich hier einen kompletten Zoo drin haben. Gebt alles. Ich bin sehr, sehr gespannt, welchen akustischen Teppich wir hier gleich hinbekommen werden. Geht vielleicht sicher. Fragt vielleicht eure Ehefrau, euren Ehemann, wenn er oder sie da ist, ob das beidseitig ist, ob man sich noch liebt. Ich hatte letztens eine Situation, da habe ich das gefragt und da hat in der zweiten Reihe bei meinem Solo in Hamburg jemand aufgezeigt, so ganz vorsichtig, und seine Freundin reißt ihm den Arm wieder runter. Es wurde kurz still und sie sagte, du hältst deinen Maul. Das geht sicher, ich zähle bis 3 und dann alles geben, ja? Das war ein V, der ein bisschen zu früh war. 1, 2, 3. Ja, das ist doch ein guter Schnitt. 3 von 300 Menschen sind verliebt, die anderen machen Politik. So läuft das halt eben. Völlig normal, sehr, sehr schön. Ich habe ein wunderbares Pferd hier auf der rechten Seite gehört. Da hat sich jemand angestrengt, das freut mich natürlich sehr. Sehr, sehr schön. Ich bin auch verliebt, das ist sehr, sehr gut. Ich habe mich vor allem im letzten Jahr ein wenig in den Klimaschutz verliebt. Früher war mir das auch egal. Mittlerweile ist es ja so, es gibt ja viele Leute auch in unserer Partei, die sagen, ja, aber diese Klimaschutzsache, dieses Klimading, dieser, wie wir eben heute gehört haben, grün angemalte Kapitalismus, das machen die Grünen und die FDP, das machen die doch nur, um über tatsächliche Probleme abzulenken, um von denen abzulenken. So. Und wie kann das überhaupt sein? Ich meine, das sind doch 2 riesengroße Türme. Wie können die durch ein einziges Flugzeug einstürzen? Ja, also es ist so relativ verschwörungstheoretisch teilweise halt auch in unserer eigenen Partei, wie so mit dem Thema Klimaschutz umgegangen wird. Ich weiß, ihr hört es alle ungerne, aber ich muss es halt einfach sagen. Und dementsprechend habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, was sind so die Argumente, die man hört gegen Klimaschutz? Woher kommen die? Was sind die wert? Und ich war auf dem Sommercamp von Fridays for Future, habe da mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen gesprochen, habe mal gefragt, was ist so das, was wirft man euch am meisten vor? Und sie haben gesagt, das meiste, was wir in unseren Dörfern oder in unseren Kleinstädten hören, ist der Vorwurf, dass wir so eine Art Klimareligion betreiben. Und ich dachte mir, also es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ich dachte mir so, klar,
Ich meine, wer kennt nicht die ganzen Kids und Jugendlichen, die sich den Amazonas-Regenwald als Gesichtstattoo stechen lassen? Wer kennt nicht die ganzen Kids und Jugendlichen, die in der Bochumer Innenstadt irgendwelche Porsche-Fahrer mit Tofu-Kruzifixen bewerfen, um sie umzuerziehen? Ja, wer kennt es nicht? Ganz normales Argument. Man kann auch einfach das Radio einschalten, dann bekommt man diese Argumente serviert. Es gab einen Beitrag in Deutschlandfunk Kultur, der hieß 5 Gründe, warum wir die Plastiktüte noch brauchen. Und ich dachte mir, ich bin gespannt, erkläre es mir. Ich habe nur ein Argument davon mitgebracht, weil es reicht, um euch alle davon zu überzeugen, dass wir die Plastiktüte definitiv unbedingt noch brauchen. Und es geht so, Wladimir Balzer, der den Beitrag gemacht hat, hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie sind an der Nordsee, der Tag ist schön, Sie haben sich gerade, wie man das eben als guter Deutscher macht, mit einem Handtuch eine Liege reserviert aus 30 Metern Entfernung. Ja, haben sich gerade so, ne, Ihr Ehemann hat Ihnen gerade so einen halben Öltanker auf die durchgeröstete Schulter geschmiert. Ganz normaler Tag, good vibes. Sie gehen ins Wasser. Eine halbe Stunde, bevor Sie gehen müssen. Und dann fällt es Ihnen auf einmal auf. Sie schauen an sich runter und das größte Problem Ihres Lebens fällt Ihnen auf. Wie bekomme ich jetzt die nasse Badehose nach Hause, ohne dass mein gesamter Rucksack auch nass wird? Und ich denke mir, klar. Ich meine, wer kennt nicht die ganzen gescheiterten Persönlichkeiten in irgendwelchen psychischen Anstalten, die genau an dieser Aufgabe gescheitert sind? So Menschen, die auf dem Sterbebett liegen und sagen, ab da ging es bergab. Ab da ging es einfach nur bergab. Also es ist irgendwie eine hanebüchene Argumentation. Und um in diesem Thema zu verweilen, habe ich noch einen Text dabei, einen Text geschrieben. Er ist tatsächlich auch veröffentlicht. Man kann ihn, wenn es zu schnell geht, das kriege ich als Kritik öfter mal, es geht zu schnell, dass ich das zu schnell spreche, das kann ich nachvollziehen. Man kann ihn nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Disput. Da habe ich ihn schon reingerotzt, will ich mal sagen. Ich will ihn natürlich nicht vorenthalten. Dieser Text. Mit diesem Text verabschiede ich mich auch. Ich hoffe, auch wenn ich hier ein bisschen kritischer war, hat es euch trotzdem gefallen. Denn ich sag mal so Mainstream-Comedy kann Dieter nur gerne machen. Dementsprechend noch dieser Text zum Abschied. Und der Text heißt, ich will wieder die Linke wählen können. Klatscht nicht zu voreilig. Die Wahrheit ist, ich habe bei der Bundestagswahl 2021 keine Lust, wieder die Grünen wählen zu müssen, weil sich die Partei, bei der ich eigentlich überzeugtes Mitglied bin, ignorant weigert, ihre klimapolitische Konzeptlosigkeit zu überwinden. Ich weiß. Ich weiß, die Antwort liegt euch allen schon auf der Zunge. Aber wir machen doch eigentlich grünere Politik als die Grünen. Es weiß nur niemand. Leute, beim besten Willen, es ist wirklich höchste Zeit, diese Selbstbeweihräucherung zu beenden. Vor allem, weil das einfach nicht stimmt. Klar, wir können jetzt alle noch 100-mal auf das Parteiprogramm der Linken verweisen, um zu unterstreichen, dass wir wirklich, wirklich, wirklich mehr Windkraftanlagen aufstellen wollen als die Grünen. Aber es ist nun mal so, dass sich keine Sau für Parteiprogramme interessiert. Wofür sich vor allem junge Menschen eher interessieren, sind Reaktionen auf ein Klimapaket der Bundesregierung, welches wirklich lächerlicher kaum sein könnte. Und da hat es die Linke wieder einmal verpasst, sich klar zu positionieren. Der Aufschrei kam wieder einmal in erster Linie nur von den Grünen. Das Ziel für 2020 ist aus meiner Sicht aber ganz klar die Konstituierung eines rot-rot-grünen Lagers, welches sich scharf vom konservativen Parteienspektrum unterscheiden lässt. Die SPD hat sich, so scheint es, zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt, bereits auf diesen richtigen Kurs gebracht. So bestätigte der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter Borjans doch genau dieses Vorhaben im Aufwachen-Podcast mit der Aussage, alles für einen Lagerwahlkampf tun zu wollen. Damit dies gelingt, müssen die Linke und die SPD allerdings ihre Klimakonzepte überarbeiten, vor allem in puncto WählerInnenbindung. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt erinnert mich die klimapolitische Öffentlichkeitsarbeit beider Parteien an meinen alten Schulfreund Luis, der bei Facebook regelmäßig so etwas postete wie, manchmal läuft auch wirklich alles gegen ein. Und dann fragt man nach und Luis sagt, ach, ist egal. Was muss innerhalb der Linken passieren, damit man möglichst wenig wie Luis ist? Dass radikaler Klimaschutz soziale Strukturen aufspaltet, sich gegen Gewerkschaftsarbeit richtet und am ehesten die Armen unserer Gesellschaft belastet, ist ein konservatives Märchen, welches einige Linke derartig akkurat nachplappern, als wäre die komplette klimapolitische Eigeninitiative dieser Partei in der oralen Phase stecken geblieben. Wie Naomi Klein in der Dezemberausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik richtigerweise betont, zwingt das Konzept des Green New Deal die Menschen eben nicht, sich zwischen der Sorge um das Ende der Welt und der um das Monatsende zu entscheiden.
Nehmen wir das viel zitierte Beispiel der ArbeiterInnen in der Kohleindustrie. Längst hat die Union den stereotypen Kohlearbeiter aus der Lausitz zu einer politischen Symbolfigur hochgejazzt, die drauf und dran ist, sich in ihre gelbe Weste zu werfen, um in Cottbus mal schön ein paar Kleinwagen anzuzünden. Und diese Chimäre hat man geglaubt, obwohl die Entstehung der Gelbwestenproteste in Frankreich unter völlig anderen sozialen Bedingungen stattfand, die in Deutschland keinesfalls gegeben sind. Und der Feind ist auch schnell ausgemacht. Die Fridays for Future Aktivistin, die mit ihrer Radikalität das soziale Wohl eben jenes Kohlearbeiters gefährdet. Zwei Anmerkungen. Erstens, die Union interessiert sich natürlich nicht wirklich für das Wohl der KohlearbeiterInnen. Zweitens, UmweltaktivistInnen dafür verantwortlich zu machen, dass Leute durch klimapolitische Umstrukturierungsprozesse ihren Job verlieren, ist ungefähr so, wie wenn ich den Mann verprügele, mit dem meine Freundin geschlafen hat, obwohl der nicht mal wusste, dass meine Freundin vergeben ist, was sie auch nicht war, weil ich sie vorher bereits betrogen habe. Mitdenken. Klimaschutz und Sozialpolitik stehen sich nur innerhalb solcher Gesellschaftsformen diametral gegenüber, in denen strukturpolitische Versäumnisse im großen Stil auf die Schultern der arbeitenden Bevölkerung übertragen werden, um Argumente gegen eine Klimapolitik herbeizuzaubern, die wir jetzt brauchen, damit wir den Karren nicht völlig an die Wand fahren. Deutschland hat nämlich genug Geld, um ArbeiterInnen, die von klimapolitischen Maßnahmen betroffen wären, würdig abzusichern. Genau aus diesem Grund ist es leider peinlich, dass linke PolitikerInnen nicht ebenso lautstark auf die Barrikaden gingen wie ihre KollegInnen aus der grünen Mitte. Denn mit einer vernünftigen CO2-Steuer, die eine tatsächliche Lenkungswirkung entfaltet, hätte man ein klimapolitisches Instrument schaffen können, welches durchaus sozialverträglich hätte sein können. Dafür hätte sie aber bei 40 Euro pro Kilogramm CO2 einsteigen müssen. Die viel zu leise Kritik aus der Linken beweist die klimapolitische Verdrossenheit einer Partei, dessen wichtige Skepsis gegenüber grüner Politik zu einer lethargischen Verweigerungshaltung mutierte. Denn natürlich ist es wichtig, grüne Politik ideologiekritisch auf elitaristische Fehlbildungen abzutasten oder anders gesagt, wenn auf der Fridays for Future Demonstration die Studentin verkündet, dass man all die Konsumsüchtigen zu verurteilen hat, die am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen, dann hat man als Linker natürlich die Aufgabe, unfreundlich darauf hinzuweisen, dass bei 40% der Deutschen am Ende des Monats kein Geld für Konsumsucht übrig bleibt, weil die Miete zu hoch ist. Wer außer die Linke könnte effektiver darauf hinweisen, dass eine ethisch und moralisch korrekte Lebensweise immer noch ein Luxusgut ist und nicht etwa einer demokratisierten Geisteshaltung entspricht, für die sich jeder und jede unabhängig vom Einkommen einfach so entscheiden kann, nur weil Fans von irgendwelchen Instagram-Bloggerinnen der virtuelle Unterleib flattert, wenn man ihnen vorführt, dass dieses neue Fairtrade-Unterwäsche wirklich von Tag zu Tag glücklicher macht. Es ist nämlich so, wenn man sich klug anstellt, kann man die klimapolitische Sensibilisierung der Gesellschaft auch dafür nutzen, um die ein oder andere soziale Transformation anzustoßen, die bisher tabuisiert scheint. Neoliberale Denkangebote geraten nämlich durch die anhaltenden Umweltproteste zunehmend unter Druck. Wenn man es als Linke schafft, sich mit diesen Protesten zu solidarisieren, so verbessert man automatisch auch seine sozialpolitische Verhandlungsposition. Denn wenn die Klimabewegung erstmal entlarvt hat, dass der Markt eben nicht alles zum Wohle aller regelt, so kann man aus einer umweltpolitischen Perspektive heraus beispielsweise viel effektiver die gegenwärtige Wohnungspolitik kritisieren. Das ist übrigens neben Klimaschutz der zweitwichtigste Fokus des Jahres 2020. Denn seit 2011 haben die Preissteigerungen deutscher Immobilienbesitzer um 3 Billionen reicher gemacht. Wenn die AfD sich dieses Thema schnappt, dann gnade uns der Zeitgeist. Die Linke sollte also schleunigst an die jüngsten Erfolge in Berlin anknüpfen, ohne dabei auf den Schulterschluss mit der grünen Politik zu verzichten. Wenn die Linke es schafft, parteiintern jene Mythen der Unvereinbarkeit von radikalem Klimaschutz und Sozialpolitik zu überwinden, so hat man die große Chance, vor allem von jungen WählerInnen wieder ernst genommen zu werden. Und vor allem ermöglicht man dadurch eventuell 2021 einen rot-rot-grünen Wahlausgang, den man maßgeblich mit klugen linken Ideen herbeigeführt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Abend noch.